Hallo zusammen, einen wunderschönen ersten Wochentag. So, mal gucken, wann das Bild kommt. Da kommt das Bild. Hallo. Schön, euch zu lesen. Dann Soundcheck, funktioniert. Sehr schön. Okay. Ja, hallo erstmal Tyraval und Ani und auch Pi, weil Pi ist immer dabei. Pi schreibt noch nie. Vielleicht schreibt er ja irgendwann mal. Ich habe so 2 Stunden ungefähr Zeit und die nutzen wir noch und spielen noch ein bisschen weiter. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's gut. Wir sind heute noch verabredet mit Freunden am Abend. Logistik. Ja, ich hoffe nicht nur. Ich hoffe nicht nur. Also ich erwarte eigentlich den Gegenangriff jetzt, den Daedronna angekündigt hat. Und es ist ja ein Trupp aufgetaucht in der Nähe von Cambria. Das könnte sein, also die hier, ist ein kleiner Trupp. Ist halt die Frage, ja, was da kommt dann tatsächlich. Und ob das der Angriff sein soll. Kann auch sein, dass die noch runterwandern bis hier bis zum Raketengelände. Das werden wir dann noch sehen. Genau, ich habe aber erstmal einen Trupp hochgeschickt, der dann neben Cambria sein soll und die so ein bisschen verfolgt. Und ja, dort auf der Höhe bleibt. Und falls sie dann in die Stadt gehen, dann ja, mitkämpfen kann sozusagen. Damit es nicht nur ein Kampf Miliz gegen Daedronnas Truppen ist. Genau. Das wäre jetzt natürlich eine ziemlich kleine Gruppe. Das sind ja nur 8 Leute. Ist das richtig? Nee, es sind eigentlich nur, doch, es sind 8 Leute. Genau. Das wären wahrscheinlich 8 Elite-Söldner sein, aber trotzdem, wenn da so viele Milizen in dem Sektor sind und dann noch meine Leute, dann können die da nicht viel ausrichten. Daedronna wollte ja eigentlich alle schicken. Von daher, vielleicht kommen da noch mehr. Ah. Ja, Sound geht. Ich sehe auch immer den Ausschlag hier. Da geht es dann eher darum, ob der Stream auch geht, also ob das auch im Stream ankommt. Genau, weil es ja schon mal Probleme gab. Aber jetzt in letzter Zeit dann nicht mehr, zum Glück. Genau. Ja, wenn das alle sind, dann wird es wahrscheinlich einfach. Genau, also das sind ja, die sind ja auch nicht so stark wie Mike. Also Mike war ja wirklich. Also wenn da noch mehr wie Mike kommen, dann wird's übel. Ja, und die hier habe ich wieder zurückgeschickt, da im letzten Stream die natürlich in eine Gruppe von Elite-Gegnern reingelaufen sind. Vielleicht stoßen die auch noch irgendwie dazu. Ich hoffe nicht über diesen Sektor. Dann müsste ich direkt nochmal fliehen, weil die müssen jetzt erstmal schlafen, Gampi und Co. Genau. Ja. Ja, Arak, schön, dass du auch da bist. Ich hab auch noch geantwortet auf unser neues Mitglied bei Rise of Cultures. Ich hoffe, das ist okay für dich, wie ich geantwortet habe. Weil ich will ihn jetzt erstmal nicht direkt wieder loswerden. Weil eigentlich ist er ja ziemlich aktiv. Er ist nur ein bisschen pöblicht, was ein bisschen schwierig ist. Ich hoffe, wenn er es hinkriegt, sich abzusprechen, dann kann es, glaube ich, ganz gut laufen mit ihm. Aber ja, werden mal sehen. Vielleicht geht er ja auch von alleine gleich bald wieder. Also wer weiß. Genau. Schauen wir mal. So, dann Jagged Alliance. Was ist eigentlich mit denen hier? Ich hatte ja da noch ein paar. Genau, die sollten einfach Kraft trainieren bei Grizzly.
Aber ich sollte die vielleicht auch erstmal schlafen lassen, wenn sie schlafen können, damit die dann ausgeruht sind. Bin gut angekommen. Bereit für den nächsten Auftrag. So, die wandern gleich nach oben weiter. Dann würde ich sagen, wandern wir auch gleich nach oben weiter. Mad Dog und Alex sind schnell. Ja. Ach nee. Das sind die falschen. Die sollen erstmal nur hierher. Und die G8 da. Jawohl! Hallo, André. What's going on? Das Übliche. Das Übliche. Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Dass dir da der Hals geschwollen ist. Er hat ja schon wieder ohne Absprache oder war ja auch nicht das erste Mal. So. Seid ihr wieder zu Hause, André? Ja, ne? Klar, hat der Türer aber schon letztes Mal gefragt. Schon wieder der Alltag angekommen. Ach, ich brauche ein schönes, warmes Bett. So, hier kommen noch welche. Oder vielleicht stehen die da auch nur. Bin gut angekommen. Bereit für den nächsten Auftrag. Okay, das sehe ich jetzt durch die Truppe. Ich hoffe, die greift jetzt da nicht an. Dann hätten wir die leider auch nicht. Was macht ihr jetzt hier? Es gibt eine Miliz-Trainingseinrichtung. Arzt. Ach so, das ist das Krankenhaus. Komisch beschrieben, Miliz-Trainingseinrichtung. Übt doch einfach auch Kraft. Ja, beide. Beide natürlich. Ach so, die sind ja auch. Ja, gut. Und schlafen. Üben und schlafen. Ich bin angekommen und erwarte Ihre Anweisungen. Der ist so adrett. Das richtige Wort. So korrekt. So. Förmlich. So förmlich. Das ist das beste Wort. Der ist so förmlich. Finde ich schon ein bisschen komisch. Okay. Also. Die sind da und ruhen sich aus und wir warten darauf, dass die angreifen. Wenn die jetzt von links angreifen, dann ist es okay. Dann sind die unten in der Mitte wahrscheinlich und die sind dann auf der ganzen linken Flanke. Die, naja, die 8. Bin am Drehort, bereit für die nächste Szene. So, für euch ist erstmal wichtig, dass ihr schlaft. Ja, eben. Genau, und ich hoffe, die anderen kommen nicht von der Seite da rein. Speichern an der Stelle mal einfach mal zur Sicherheit. Hamus arbeitet wieder. Was macht denn Hamus? Hamus, wo bist du? Der übt. Irgendwo. Wo übt er denn? Ach, da oben. Ach so, der ist jetzt schon ausgeschlafen. Ah ja, der war ja schwer verletzt, deswegen ist er jetzt ausgeschlafen. Verstehe. Ja, und ihr könnt eigentlich auch direkt durchgehen nach Wird oben. gemacht. Aber die müssen auch dringend schlafen. Ich kann kaum noch die Augen offen halten. Eben. Ich hab die Reise hinter mir, Dude. Yes, dude. Okay. Dann übt ihr auch Kraft. Macht zwar nicht immer unbedingt Sinn, aber ich warte jetzt eigentlich eher darauf, dass die
Gegner da kommen. Und schlaft vor allem erstmal. So, die arbeiten wieder. Sind doch gerade weniger geworden, oder? Gut, dann sollen sie erstmal sich ausruhen. Da kommt eine große Truppe. Ich würde die gerne da wegschicken. Kann man die wegschicken? Könnte sein, dass das die Truppe ist, die von Daedronner geschickt wurde, oder? Naja, sind die alle sind irgendwie geschickt. Weil die sind ja jetzt alle aufgeploppt, nachdem ich den Sektor geholt habe. Naja, gut. Schauen wir mal. Ah, sie sind jetzt zurückgegangen. Das ist gut. Dann können die da näher kommen. Sie sind hier irgendwo. So viel ist klar. Hoffentlich haben sie keine Lust auf Ärger. Gut, dass wir gespeichert haben. Müssen wir vielleicht gleich nochmal hin. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Ja? Oui. Oh, oui? Oh, no. Ich hatte gehofft, wir würden sie jetzt nicht treffen. Ja, ich auch, tatsächlich. Okay, das ist eine Stelle, wo sie schon ganz gut sind. Ist halt die Frage, schicke ich die jetzt noch weiter? Es kann natürlich sein, dass die hier rein wollen. Ich schicke die jetzt erstmal nach Norden und dann sollen sie da schlafen. Ich hoffe, die werden nicht überall angegriffen. Okay. Achso, und die beiden habe ich dann auch noch ganz nach oben durchgeschickt. Die werden staunen. Ich bin angekommen. Gibt es etwas, was ich jetzt tun kann? Ja, schlafen. Ich kann kaum noch die Augen. Ja. Ich hab die Reise hinter mir, Dude. Genau, ihr habt die Reise hinter euch. Kraft. Hab ich doch gerade gemacht. Training. Üben, hab ich daneben gedrückt? Anscheinend habe ich daneben gedrückt. So, und dann speichern wir nochmal. Das ist hier, aber das sind auch keine Elite-Gegner. Eigentlich auch erwartet, dass sie gewinnen. Lief aber anders, ne? Der Trupp ist nicht hier lang gegangen, so wie im Speicherpunkt davor, sondern hier nach links. Das waren jetzt aber keine Elite-Gegner. Zwischen 23.10. und 2.11. Wer ist denn ihr? Ich und Alex? Vielleicht haben wir eine Kinderübernachtung. An einem Wochenende. Aber erst im November, also eher nicht. Ich weiß nicht, was der 2.11. für ein Tag ist. Ein Dienstag. Nee, also nicht.
Da haben wir noch nicht viel vor. Ein Donnerstag. Kann auch Donnerstag sein. Habe ich jetzt nicht richtig geguckt. Irgendwie D stand da. Vielleicht war es ein D. Also, das war ein D. Aber vielleicht war es ein D für Donnerstag. Gut. Dann ist hier jetzt was passiert, aber nicht das, was ich mir gewünscht habe. Was denn? Dass ihr vorbeikommt? Dass ihr uns besucht? Oder was? So, jetzt kommt hier wieder die große Gruppe. Vielleicht schließen die sich zusammen und kommen dann. Ich könnte mit denen, die jetzt hier wieder arbeiten, mal hier rüber gehen und gucken, was dort gedroppt ist. Okay. Ja. Ja, wir können ja auch noch mal im Discord direkt sprechen, wenn du magst, André. Wenn du das jetzt hier nicht alles schreiben willst und willst, dass ich da hier on stream drauf reagiere. Genau. Ja, Alex geht's wieder besser auf jeden Fall. Das Gröbste ist überstanden. Gut, ich nehm jetzt hier mal die Gruppe und gehe mit denen nach F7, wo der Kampf stattgefunden hat. Da müsste ja ein bisschen was gedroppt worden sein. Das sind gar nicht so viele, nur 4 oder nur 3, die jetzt hier schon wieder arbeiten, aber ist ja okay. Es sind noch feindliche Verbände zugegen. Ich wollte es nur gesagt haben. Es gibt's doch nicht. Ich weiß, dass es Ärger geben wird. Ja, es gibt immer Ärger. Mary? Moral ist super, gehe ich einfach hier raus aus dem Sektor. Ja, Mary? Ich höre. Nee, alle. Also es verschlechtert die... Ach, da bin ich auch in dem Sektor. Das ist gut. Da können sie dann auch wirklich angreifen. Das ist dann total okay. Genau. Also das verschlechtert die Moral, wenn man einfach einen Kampf verlässt. So. Und deswegen... Also vielleicht verschlechtert es ihre Moral nicht. Doch, jetzt ist sie nur noch gut. Sie war gerade eben noch super und jetzt ist sie nur noch gut. Genau. Bin gut angekommen. Ja, haben sehr gut geholfen. Vielen Dank dafür. So, hier liegt ein bisschen was rum vom Kampf. Genau, das werden wir mal anschauen und mitnehmen. Oh, eine Maschinenpistole. Sieht aus wie eine MAC-10, ist aber keine. Ist eine AEK. Diese kompakte und solidische MP wurde Mitte der 90er Jahre entwickelt. Sie wird heute von russischen Spezialeinheiten und der Polizei benutzt. Ja, okay. Oh, und eine coole Weste. Das ist wirklich eine coole Weste. Die hat 2 von den großen Slots. Da freue ich mich sehr drüber. Okay, und eine Alustange. Alustangen sind auch immer gut. Gut, nehmen wir einfach mit. Ich glaube, es droppt nicht so viel, wie wenn man ähm,
eigentlich besser als die, die er gerade hat? Sieht fast so aus. Nee, die hat ein bisschen weniger Platz oben. Keine Granattasche. Nee, Granattaschen sind ja schon auch ganz nett. Was wollte ich sagen? Weiß ich nicht mehr. Habe ich vergessen. Habe irgendwas angefangen zu sagen. Gut, nehme ich mit. Bringe ich rüber. Die sind jetzt weg. Die Frage ist, was mache ich jetzt mit dem Trupp? Ich will eigentlich nicht den ganzen Trupp hier unten haben. Wenn die da angreifen, dann ist es ja noch einfacher. Ich bewege den Trupp mal hier hin, weil hier ist ja auch noch eine große Traube an Leuten gewesen. Weil ich kann noch warten, bis sie tatsächlich da in der Nähe sind. Okay. Gut. Ich bin angekommen. Gibt es etwas, was ich jetzt tun kann? Ja, ihr müsst auf jeden Fall noch aufs Dach. Ja. Zum Schlafen. Genau. Da muss das helfen. Ich muss mit denen leider sehr gemütlich gehen, weil die so wenig Energie haben, weil die so müde sind, insbesondere Flo, dass die mir sonst umkippen. Ich kann daher nicht rennen. Ja? Ja. So viel dazu. Flo hat sich direkt mal zum Schlafen hingelegt. Auf dem Dach. Ja, hier. Ja, mit der anderen gehe ich noch in die Mitte. Sie kann gerade nicht. Ja, sie kann gerade nicht. Okay, dann übt doch auch Kraft, wenn ihr wieder bei Sinnen seid. Ja, zu müde. Ich weiß, dass sie zu müde sind. Training, Rekrut, Kraft. Oh, das klappt sogar. Und bei Gampi zu kräftig? Tatsächlich, der hat über 70. Ja, ich habe es noch nicht gemacht. Ich sollte das tatsächlich mal hochschrauben auf 90 oder so in der Einstellung. Eine neue E-Mail. Neues Personal bei Speck. Schon wieder. Na, schauen wir mal. MERC. Es ist immer wieder ein Vergnügen, Sie zu sehen. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können. Customer Cavalier. Gaston Chevalier, bestimmt. Gaston Chevalier. Der ist auch richtig gut. Der ist auch richtig gut. Eigentlich überall in den Werten, auf die es drauf ankommt. Er ist halt kein Spezialist in irgendwas. So wie es ausschaut. Aber er ist halt ein guter Schütze. Als Kommandant des französischen Marinekorps, FMC, auf Französisch, ich weiß die Buchstaben auf Französisch nicht mehr.
vergessen. Hat Gaston eine wichtige Rolle in vielen NATO- und UN-Einsätzen in der ganzen Welt gespielt. Er ist ein vertrauenswürdiger, felderprobter, professioneller Scharfschütze. Scharfschütze. Die Aufnahme von Chevalier Cavalier in unsere Ränge ist ein weiterer Schritt in um ihnen perfekte Söldner anzubieten. Ein Scharfschütze also. Gaston operiert am besten in den frühen Morgenstunden. Als Scharfschütze ist es für ihn am besten, wenn er von einem erhöhten Punkt aus schießen kann. Eigentlich nicht verkehrt. Wir haben bisher nur einen Scharfschützen mit Chris. Aber also einen richtigen Scharfschützen. FMC. Eine englische Abkürzung. Vielleicht. Dann ist es FMC. Ja, dann wünsche ich auch Arnis Frau eine gute Genesung, Freundin. So. Schließe ich mich gern an. So, ja, so habe ich gesagt, weil die sind ja jetzt... Kann die auch direkt da runter schicken? Es ist ein neuer Tag und ich will am nächsten Tag ja immer in die Auslage gucken bei den Händlern, was sie gerade so haben. Weiß nicht, ob ich jetzt zu früh bin. Könnte sein um 9. Zeig mir, woran du Interesse hast. Ist aktualisiert. Ein neues Scharfschützengewehr. Ein anderes. Das finnische Saku-Scharfschützengewehr ist weltweit bekannt für seine erstklassige Präzision. Super. Ein RPG-7. Ich weiß nicht, was ich gekauft habe, aber irgendwas habe ich gekauft. Dann haben wir hier auch ganz... In dieser Jahreszeit ist die Auswahl hervorragend. Ganz andere Magazine wieder. Die ich noch gar nicht gesehen habe. Oh, die kaufen wir. Die Match-Munition, die Reichweite erhöht. Auch die 9mm. Nee, 9mm kaufen wir nicht mehr. Davon habe ich doch gar nicht viele mehr. Ich glaube, ich habe davon noch welche und die sind ja dann schon für die Pistolen. Vakuum nehme ich auch. Genau, okay. Bei denen 43mm. Ich weiß gar nicht, welcher Granatwerfer verschießt 43mm. Der hier steht hier nicht. Hab's noch nicht rausgefunden, für welchen Granatwerfer diese Granaten sind. Viele Laserpointer nehmen wir alle. Und das sind die Schalldämpfer für die Sturmgewehre. Macht das Sinn? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Zehnfach. Ja, ich habe schon 3 gekauft. Ich glaube, das ist erstmal zu viel. Okay.
Wow, ist das teuer. Das sind die Laserpointer vor allem. Ja, ansonsten repariert er hier fleißig. Da waren jetzt bestimmt auch Sachen kaputt. Genau, die Granate hier, die Vakuumgranate. Nehmen wir mal ins Inventar. Alles andere sieht okay aus und die Schalldämpfer. Noch gar nicht viel repariert. So wie es aussieht. Ja, einer ist repariert. Und das Maschinengewehr ist repariert. Gut, dann gebe ich ihm die jetzt einfach in die Hand und die Schalldämpfer müssen erstmal einen könnte ich anbauen. Dann wird das natürlich mit repariert. Aber es ist jetzt halt auch nicht so super. So kriege ich es hin. So kriege ich es hin. Okay. Gut, dann repariere weiter. Und die habe ich jetzt nach G8 geschickt, auch zu Keith. So, auch Tyrael hat Genesungswünsche ausgesprochen. Vielleicht mag er Samson auch noch mit einstimmen. Das hilft dann vielleicht noch besser. Wunderschön. Ich schicke jetzt nochmal alle, die ins Bett, die nochmal ins Bett können. So. Ich hier. Ich nichts wissen, was tun. Nicht schlimm, ich wissen, was tun. Was ihr tun. Ja, Wasser. Okay, also zu Keith. Wo ist Keith? Keith, 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 Keith. Ah, oh, falscher Sektor, ne? Keith ist in G9. Sie. Bin gut angekommen. Ja, Wasser. Wird gemacht. Dann wird die Tür jetzt wieder zu sein, weil ja ein Tag um ist. Genau. Aber ich könnte Hamus mal hier runterschicken. Also es sieht aus, als sei Mickey da. Vielleicht ist noch jemand anderes da. Nee. Ich mag die Tür öffnen. Oh, hallo. Schön, Sie wiederzusehen. Auch schön, dich wiederzusehen. Sie wissen ja, ich habe die besten Preise. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Schauen wir mal. Du hast eine gute Hose. Die nehmen wir. Ich glaube, die SWAT-Helme sind auch sehr gut. Noch eine gute Hose.
Das ist gar keine Sporthose, ich dachte. ...25,7. Aber die sind besser auf jeden Lassen Fall. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Meistens ist man hier drin sicher. ...26,65,20. Und so ein Dwaron hat 26. Ist gar nicht gut, der Helm. Der ist nicht so gut. Na, dann lassen wir das mit dem Helm. Und sonst... Ja, ich glaube tatsächlich, wir bräuchten noch mehr Verbandszeug. Ich glaube, ich hatte alles verteilt. Daher könnten wir wirklich welches brauchen noch. Na, ich kaufe mal alles. So. Ja. Hey, Sie haben was ver- Ja, das soll auf dem Boden gelegt werden. Und hier unten noch flott reingucken. Sie. Da ist nur Mickey da. Gut, ich habe aber noch nie Bloodcats gesehen, komischerweise. Also, doch, einmal, als es so buggy war und ich immer mitten im Sektor war, als ich einen neuen Sektor betreten habe, da gab es diesen Moment, wo ich Bloodcats als Gegner hatte. Was ist mit Hamus? Achso, da steht jemand im Weg. Das ist das Problem, deswegen kann ich hier zurückgehen. Na, komm mal. Genau, da hatte ich das Problem. Ja. Ich brauche Luft. So, ansonsten... packe ich die mal zusammen. Hatte ich nicht mehr gekauft? Habe ich nicht 5 oder so gekauft? Ach, die sind noch im Inventar. Gut, ansonsten, das muss repariert werden. Das kann auch repariert werden, das können wir ablegen. Kann auch in den Laster. Was hatte ich denn hier noch mitgenommen? Ich glaube, nur die Aluminiumstange hat Barry noch genommen. Und dann Hamus trägt auch noch irgendwas. Trägt die Munition. Die Munition. Das ist tatsächlich alles seins. Ah, die hier auch noch. Die braucht er für seine Waffe auch nicht. Gut. Dann, achso, und die Hose kann er nehmen zum Reparieren. Barry nimmt die. Haben wir noch was? Nee. Barry hat noch gar kein Verbandszeug zum Beispiel. Aber Hamus wird welches haben. Natürlich. Genau. So. Die kann auf jeden Fall in den Laster. Davon nicht so viel brauche. Die 9mm Munition, die kann ich eigentlich anpassen für die Pistolen.
Die ist besser als die normale Munition. Deswegen kann ich die eigentlich raustun. Gut, lassen wir es so. Und die kann dann auch verkauft werden. Sonst ist das erstmal okay so. Ja. Und das andere sollen sie reparieren. Und dann soll Chris auch noch verkaufen. Blöd, dass ich ihn jetzt voll bepackt habe. Komm, ich nehme dir nochmal die Scharfschützenmunition ab. Du sollst hier so Sachen verkaufen. Bei Keith. Sie wissen ja, kein Problem, Mann. Ich zieh mir nur schnell die Geschäftsführerkappe an. Ja, okay, alles klar, das war's dann. Mit Ihnen mach ich... Ja, ich auch. Und dann hätten wir... eine Jägerweste... Sie wissen, kein Problem, Mann. Ich zieh mir nur schnell die Geschäftsführer. Ja, okay, das sieht in Ordnung aus. Wir sind im Geschäft. Alles klar, das war's dann. Es ist immer noch sehr groß. Es ist immer noch sehr groß. Ich hab's noch nicht korrigiert. Was? Zum Thema neues Themenbild? Was ist denn ein neues Themenbild? Mit Ihnen mache ich gerne. Thema neues Themenbild. Ich will erstmal was leer machen. Kein Problem, Mann. Ich zieh mir nur schnell die Geschäftsführerkappe an. Ja, okay, das sieht in Ordnung aus. Wir sind im Geschäft. Tut mir echt leid. Ist zu teuer? Ja, okay, das... Erstmal alles den. Klar, ja. Das war's dann. Ja, das war's dann. Und mehr kannst du gerade nicht. Ist okay. Mit Ihnen mache ich... Ist okay. Dann... bleibt das noch hier. Okay, und dann nimmt er das wieder zurück. Gut. Dann sollen sie wieder reparieren. Jetzt musst du mir erklären, was du mit neues Themenbild meinst. Gut. Ich denke mal, die werden jetzt hier bald angreifen. Ich hoffe, die sind hier dann alle gut ausgeschlafen. So, und die wollte ich auch noch mal ins Bett schicken. Noch einmal speichern. Ach, Flo ist wieder wach. Ach, mir wurde neue Kunst geschickt und ich nutze es nicht. Im August letzten Jahres. Bin gerade nicht sicher. Also, mir wurde von Arak öfter neue Kunst geschickt. Meinst du von Arak? Ich nutze nicht alles. Aber tatsächlich habe ich letztens mal drüber nachgedacht, dass ich vielleicht hier die Themes nochmal ein bisschen anpassen sollte. Aber nicht hinsichtlich der Bilder.
Vielleicht auch, aber vor allem, dass ich das wieder zum Laufen kriege, dass ich mit der Tastatur umschalten kann zwischen den verschiedenen Szenen, also Startszene, der Pauseszene, der Live-Szene und der Endszene. Und dass ich dann auch noch mein Bild an- und ausblenden kann. Gerade wenn ich am Anfang und am Ende schon rede, dann kann ich ja schon mal das Bild anmachen. Und könnte dann währenddessen das Spiel starten, während ich noch den Anfangsscreen habe und sowas. Wenn ich dann umschalten könnte im Spiel, das wäre dann eigentlich eine schöne Sache. Ansonsten mit den anderen Bildern, da habe ich ja noch einige. Da könnte ich auch noch mal gucken, was ich davon gerade noch gut verwenden kann, wenn ich eh dabei bin. Aber wie gesagt, ich war jetzt nicht dazu gekommen. Ich habe jetzt nur erstmal die Sound Alerts gefixt, aber anscheinend auch nicht so richtig gefixt, wie man sieht, weil das Bild so groß ist. Genau. Na kommt schon, greift endlich an. Greift endlich an. Ihr Typen. Ihr feigen Söldner von Dead Runner. Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Ich glaube, sie wollen eine Nachtmission machen. Ich weiß es nicht. Zeit vergeht und sie greifen nicht an. Ich könnte natürlich auch angreifen. Es sind 6 und 5 sind 11. Aber ich würde sie lieber kommen lassen. Die sollen ja das zurückerobern. Hat doch Dead Runner gesagt, dass sie den Sektor zurückerobern sollen. Dafür müssen sie aber was tun. Nämlich angreifen. Alles repariert, aber noch nicht alles repariert. Ach, es gibt noch Hoffnung für mich. Klar. Jetzt sind sie fertig mit reparieren. Fertig. Kann ich Geschicklichkeit 90 hat er jetzt. Schön. Könnte ich jetzt noch die Beute verteilen? Zum Beispiel die Hose ist ja besser als die Kevlar-Hose. Deutlich mehr Rüstung und auch weniger Gewicht. Lohnt sich also schon. Die wird dann dafür verkauft. Hier sind jetzt die Türen zu, deswegen ist es ausgegraut. Weil er nicht im Sektor ist. Die Alu-Stange kann man anscheinend nicht reparieren. So, das war, glaube ich, alles bei ihm. Bei Chris, der hat die andere Kevlar-Hose repariert. Die kann ich jemandem geben, der die braucht. Und er hat diese MAC-10-Kopie repariert. Die wir auch verkaufen können. Die kann also in den Lastwagen. Und Hamus. Der hat die SWAT-Hose. Die ist tatsächlich besser als die Akkuhose noch. Sie ist vielleicht auch besser als die Hose von Hamus, aber wir sehen es nicht, weil hier die... Schauen wir mal. Nee, die ist ein bisschen besser, aber... Ja. Dann kriegt sie jemand, der sie braucht. Ansonsten hat er noch irgendwas...
Was er nicht braucht, nicht wirklich. Ja, dann. Weil es einfacher ist, schicke ich die drei wieder zurück. In den anderen Sektor. Nochmal, ob ich den noch irgendwo anbringen kann. Irgendeine Pistole oder irgendwas ohne Mündungsfeuerdämpfer. So. Kommt es da dran? Was braucht man nochmal? Achso, die Feder. Alustange und Feder. Genau. Da liegen noch Alustangen rum. Mir fehlen eher Federn. Aber ich kann die mitnehmen in den anderen Sektor. Genauso wie die Munition, die ich jetzt hier noch gesammelt habe. Ja, muss aber auch nicht unbedingt. Ich vergesse es dann nur wieder auszuladen. Nur die Alustange reicht ja auch. Okay. Bin gut angekommen. So, Hamus hat die Alustange, nehme ich an. Okay, Chris hat die Alustange gehabt. Zack. Wären es vier. Dann gehen sie hoch. Gut gemacht. Ich hier. Ich nichts wissen, was tun. Wir nutzen den Platz einmal. Und nehmen die Hose raus. Das ist nicht die Hose. Und nehmen die Weste raus. Und noch was? Ich glaube nicht. Die beiden Sachen. Mein Namensvetter hat aufgehört. Welcher Namensvetter hat aufgehört? Chris Schuh, meinst du? Hat er wirklich aufgehört? Hat er was geschrieben, dass er aufgehört hat? Ah. Ist ja nicht das erste Mal, dass er aufgehört hat. So, dann kriegt Alex die. Dann müsste ich die fast noch wieder zurückbringen, ne? Und sie wäre auch eine gute Kandidatin für die Weste. Vielleicht, aber auch jemand anderes. Ah ja, klar, diese Westen, diese furchtbaren. Diese furchtbaren muss ich auf jeden Fall zuerst tauschen. Genau. Die nix taugen. Ah, das hat nicht so guten Taschenplatz. Okay. So, und das muss eigentlich wieder rüber. Wer ist denn hier wie fit? Chris ist gut fit. Dann darf Chris das machen. Er bringt es wieder zurück zu Keith zum Verkauf. Wir warten weiter auf den Angriff.
bin gut angekommen. So, das darf verkauft werden. Und zurück. Bin gut angekommen. Zu alt für den Scheiß. Weitergegeben hat er seine Städte. Okay. Ja, muss ich mal schauen. Ich hatte jetzt nur zuletzt das von Mooingcat gesehen. Über das kommende Halloween-Event. Das fand ich sehr interessant mit dem Kartenspiel. Ich nehme an, dass Pi darüber auch ein Video gemacht hat. Das wollte ich mir noch anschauen. Aber wenn die beiden dann schon ein Video drüber gemacht haben, weiß ich nicht, ob ich da noch was ergänzen kann. Sie wollen nicht angreifen. Es passiert einfach nicht. Passiert einfach nicht. Jetzt hat der nächste Tag begonnen. Ich lerne schnell. Jetzt ist wieder 9 Uhr. Gibt's ja nicht. Diese garstigen Gegner. Sie wollen nicht angreifen. Dann greife ich jetzt an. Wenn sie nicht wollen. Ich setze ihnen ein Ultimatum bis 12. Sagen wir es mal so. Wenn sie bis 12 Uhr nicht angegriffen haben, mache ich's. Ja? Zeig mir, woran du Interesse hast. Oh. What's that? Sieht ja auch lustig aus mit Tarnfarbe. Das Barrett Light 50 wurde 1983 als erstes großkalibriges Scharfschützengewehr vorgestellt und hat seitdem weltweite Beachtung gefunden. Sieht fancy aus. Sieht fancy aus. Was auch immer das Lied. Die Munition passt also zu diesem Scharfschützengewehr. Das ist tatsächlich sogar von der Reichweite und Genauigkeit besser. Aber das hat dafür einen höheren Schaden, wegen dem großen Kaliber, nehme ich mal an. Hat geringere AP. Ist aber super schwer. 14,8 Kilo. Das ist ein Brett. Diese Jahreszeit ist die Auswahl hervorragend. Was auch immer das lädt, vielleicht diese Munition? Keine Ahnung. 50 BMG steht da. 50 BMG. Glaube ich nicht dabei. Natürlich schwierig dann. Wenn man ein tolles, neues, cooles Scharfschützengewehr hat, aber keine Munition dafür. Okay, Senfgas nehmen wir. Die Match-Muni nehme ich. Die Raketen. Ich will eher normale Granaten kaufen als diese Kanister, weil die Zeit. Kanister passen nicht in die Granatentaschen.
Und wir kaufen einfach mal jetzt diese hier. Mit der markanten Munition. Für Chris. Dieses Scharfschützengewehr kriegt er einfach. Ist ein Geschenk für ihn. Zeig mir, woran du Interesse hast. Und die Munition, die erkenne ich gut wieder, deswegen. Ja, ich weiß, das liegt auf der Erde. Es ist auch so gedacht. Okay. Ach, und ich muss... Was hat er jetzt repariert? Das eine Lasermodul. Das ist auch heile. Die Vakuumgranate hat er repariert. War ja gar nicht beschädigt. Ist doch Quatsch, das da anzubringen. Naja, theoretisch ist es Quatsch, praktisch. Theoretisch, praktisch, Quatsch. Was auch immer. Die Senfgasgranate ist repariert. Dieses Visier. Ansonsten ist da noch viel zu tun. Die können wir jetzt mal rausnehmen und nehmen die Rakete noch rein. Okay. Hat er weiterhin viel zu tun? Und sonst geht Chris wieder runter, weil es so viel Spaß macht. Zu Keith. Guckt, was Keith Neues im Angebot hat. Und dann... falscher Sektor. Dann geben wir ihn noch bis 12. Wenn sie bis dahin nicht angegriffen haben, mache ich es. Weil... ist schon wieder eine Stunde vorbei. Und nichts passiert. Nicht so wirklich. Hallo, Keith. Oh, hallo. Schön, Sie wiederzusehen. Ja, finde ich auch. Sie wissen ja, ich habe die besten Preise. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Du hast neue Protektoren, die nehmen wir. Du hast Traumaplatten, die nehmen wir auch. Von diesen Überzügen können wir auch noch welche nehmen. Das ist es, was ich nehme. Hey, Sie haben... Das ist es, was ich nehme und ich verkaufe dir wieder Dinge, die hier sich angesammelt haben. Kein Problem, Mann. Ich zieh mir nur schnell die Geschäftsführerkappe an. Ja, okay, das sieht in Ordnung aus. Alles klar, das war's dann. Ja? Mit Ihnen mach ich... Die loswerden. Vielleicht auch die drei Dinger.
Einen lasse ich vielleicht nochmal hier, falls ich noch einen neuen Söldner habe. Sie wissen ja, ich habe kein Problem, Mann. Ich ziehe mir nur schnell die Geschäfte. Ja, alles klar, das war's dann. Mit Ihnen, Mann. So, mal schauen, was er noch nimmt. Ich vermute nicht mehr viel. Sie wissen, kein Problem, Mann. Ja, okay, tut mir echt. Ja, er nimmt. Ja, okay, das sieht, tut mir echt leid, Mann. Geld ist knapp. Hab keine Kaufkraft mehr. Ja, nicht mal mehr für einen. Sie wissen ja. Für eine Kevlar-Weste. Hier noch irgendwas anderes, was noch billiger wäre. Vielleicht ein Holster. Schauen wir mal. Kommt in den Laster. Kein Problem. Ja, ja alles ja, klar. Das war's dann. Das nimmt er dann schon noch. Mit Ihnen. Okay. Das nimmt er dann schon noch. Ansonsten versuche ich den anderen Kram rüberzutragen und wieder zu verteilen. Die Traumaplatten. Und was war noch? Die Protektoren. Genau, diese drei Sachen. Bin gut angekommen. Da, wieder raus damit. Dann schauen wir mal, wer noch was brauchen kann. Eis braucht noch Traumaplatten. Auch so ein Tarnüberzug nimmt er noch. Ja, wunderbar. Er teilt sich schnell. Ja, Alex braucht vielleicht nicht so dringend, weil sie hier selten kämpft. Schauen wir mal, wer noch nichts hat. Aber es sieht so aus, als seien da auch schon alle ausgestattet. Von daher soll sie es nehmen. Und du trainierst fleißig weiter. Obwohl, er kann jetzt auch wieder reparieren, weil diese Dinge, die ich jetzt gekauft habe, sind ja zum Teil beschädigt gewesen. Da wäre es auch wichtig, dass die guten Reparateure reparieren. Das ist Mad Dog. Chris ist das gar nicht unbedingt. Dimitri. Natürlich Trevor. Trevor, reparieren. Und dann soll der. Der Chris weiter üben. So, bis 12. Habt ihr noch. Speichern. Oh, da kommen noch mehr. Beziehungsweise meine Miliz müsste hier sein, wenn ihr die sieht. Diese Kleingruppe. Die sollten sich mal lieber zusammenschließen. Sonst sind die ruckzuck tot. Ja. Stopp. Die müssen ja nochmal schlafen. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Dass die vielleicht nicht ausgeruht sind. So. Eine Stunde noch. Und dann. Ah. Yeah.
eine Elite-Miliz gestorben, leider. Weil sie so klein unterwegs sind. Aber die kamen jetzt dazu. Waren zumindest alle 5 zusammen. Jetzt sind es nur noch 4. Ja, also noch ein Offscreen-Fight. Das war jetzt in diesem Sektor hier, glaube ich. Im Sektor H6. Okay, so, wie schaut's aus? Alle fit? Keiner. Alle noch im Bett? Dann warten wir noch bis 1. Immer noch. Sieht nicht gut aus. Warum sind die jetzt... Ach so, weil Grizzly wieder trainiert. Aber die können auch schlafen, ohne dass sie am Training teilnehmen. Also 15 Uhr. Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Jetzt muss ich aber... Mal gucken, was er jetzt hier repariert hat. Das Scharfschützengewehr hat er repariert. Gut. So, wenn die nicht angreifen wollen, dann mach's ich's jetzt. Das ist die Luschentruppe. Und es gibt die gute Truppe. Komm mit in die Luschentruppe. Fehlt noch jemand? Ja, Miguel. Und auf geht's. Claro. Ich hole mir die Maui? Truppen dazu. Und dann sollte das... Okay. Dann sollte das passen. Dann sollte das locker passen. Genau. Also ich würde nicht nur die kämpfen lassen, weil da sind halt jetzt 4 dabei, die echt schlecht sind. Andererseits wäre es ein gutes Training, ne? Ich speichere mal und wir versuchen es erstmal nur mit denen. Da haben sie keine Chance. Das war I7. Das war der Sektor, den ich gerade angreife. Komme ich ein bisschen zu spät, leider. Schade. Mit denen zusammen hätte ich gerne gekämpft. So. Aber hier, ich will halt nicht diese 100 oder wie viele Milizen da sind, alle mit rübernehmen. Ja, natürlich, gemeinsam. Hier sind Feinde. Fox und Flo sind nicht gerade fit. Ich kann die auch nicht mit rübernehmen, so wie es ausschaut. Gehen hier in den waldigen Teil. Armeen des Feindes. Geht direkt los.
So wie es ausschaut. Okay, dann speichert hatte ich ja. Dadurch, dass wir direkt im Kampf sind. Ah, das hätte ich gerne eigentlich in den anderen, aber das ist bei ihm nicht so wichtig. Warum kommt sie nicht an den Rucksack? Sie erst aufmachen. Gut. Daran liegt's. Das ist jetzt natürlich ein großer Nachteil. Sie. Sie. Ja. Ja. Ja, hier. Oui. Okay. Und dann? Ja. Er winzt niemanden. Der steht ganz vorne und sieht niemanden. Okay. Dabei steht er an der gefährlichsten Stelle. So, ja. Haben wir noch die Möglichkeit, irgendwie so ein bisschen schleichend vorzugehen? Hat jemand Sie. Auf seinem Sturmgewehr ein, ja, hier. Einen Schalldämpfer drauf? Sie. Ja. Bin bereit. Ja, sie hat natürlich die Schalldämpfer da drauf. Sie ist für die Runde ja auch schon durch, also. Und sie kommt da auch gar nicht raus. Sie ist eingebaut. Oui. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Dreh dich. Drehst du dich nicht? Box? Nee, Quatsch. Flo? Irgendwas funktioniert nicht. Flo? Dreh dich. Bewegt sich, aber dreht sich nicht. Komisch. Okay. Der hat sicher keinen Schalldämpfer drauf. Dafür dreht er sich. Das ist schon mal was. Das war schlecht. Sie. Ja, hier. Irgendwie können die sich da nicht so richtig bewegen. Ja. Okay, Gumpy kann dahin rennen. Dann aber auch am nächsten dran. Kann auch nichts mehr machen. Ja, hier. Ach, er sitzt nicht mal hinterm Baum. Sie. So wie es aussieht, oder? Doch, er ist hinterm Baum. Doch. Genau. Okay. Bin bereit. Wer ist denn noch? Ja. Bewegungsfähig. Bin bereit. Die muss aus dem Weg. Ja. Dann können wir mit Grizzly. Nee, er schafft es nicht mehr bis darunter. Dann gehen wir nur hierher mit ihm.
dorthin. Macht jetzt erstmal den Eindruck, als hätte der uns noch gar nicht bemerkt. Das wäre natürlich gut, wenn das der Fall ist. Ja, das war auch schlecht gemacht mit Biff. Sie. Aber mir ist gerade eingefallen, ich sollte vielleicht noch ein bisschen Platz machen, damit die überhaupt aus der Ecke kommen. Bin bereit. So. Komisch, dass Fox ihn sieht. Gut. Oui. Lo steht da ganz doof rum. Sie. So, und jetzt hat Miguel die Unterbrechung bekommen und jetzt kann ich eigentlich kaum noch raus aus der Situation. Der wird mich jetzt eh sehen. Okay. Ich habe wieder dieses Gefühl, das ich immer habe, wenn gleich der Punk abgeht. Ja, dann war das gerade schon umsonst, das Ganze positionieren, weil Biff so schwer verletzt ist, dass ich natürlich neu laden muss, weil ich sonst Biff verliere. Der ist nicht neu. Der ist alt. Gut. Das ist Vorsorge. Ihr Militär sein hier. Das ist Vorsorge. Ich stell die mal ein bisschen breiter auf dieses Mal. Also die Guten, die Starken, die bringe ich hier eher nach oben, würde ich sagen. Und die Schwächeren eher nach unten. So. Okay, es geht los. Leck mich am Arsch. Okay. Ich muss wieder neu laden. Ja. Okay, ich muss kurz an die Tür. Alles nur Vorsorge, sag ich. Dieses Mal haben sie einen erledigt. Habe ich einen Gegner weniger. Speichere mal ein bisschen
zeitnäher. Wir haben Besuch. Daydrunners Männer sind im Anmarsch. 50 heiße Pizzen. Nee, nee, nee. Wir haben schon gegessen. Ah, ja. Lief doof. Mache ich es nochmal genauso? Versuch's mal so. Okay, es geht los. Seh ich wieder ein, ne? Ja? Da ist halt keine Deckung, ja? Total doof. Schick. Okay. Na, der ist ja schon immer kaputt. Ein kleiner Stuhl für ein Kind mit Katzenöhrchen. Schön, oder? Ja, kann sie sich freuen. Die Kleine. Ja. Oui? Ja. Ja. Ja, hier. Bin bereit. Das ist total doof, Sie. Dass da überhaupt keine Deckung ist. Bin bereit. Und die jetzt alle da doof rumstehen. Oh. Alter. Ich bin doof. Nicht mal geladen oder irgendwas. Ich bin total schlecht vorbereitet. Ich denke, das geht wieder in die Hose. Bueno. Ja, bueno. Ach Gott. Okay, dann kann ich ja das noch vorbereiten. Also, ich mache die Sachen in die richtigen Taschen. Und dann muss ich dann die Rucksäcke nicht mehr aufmachen beim Betreten des Sektors. Was mir jede Menge Zeit spart. Beziehungsweise jede Menge Aktionspunkte spart, das vor allem. Miguel ist schon vorbereitet. Immerhin er. So, und dann hätten wir noch die anderen. Tippt. Die sind auch okay. Die sind auch okay. Okay, so, noch einmal. Ach so, dann hatte ich noch die ungeladene Waffe von Fox.
Ja, die ist schon geladen, die ist noch nicht durchgeladen. Ich hoffe, sie ist jetzt auch automatisch mit durchgeladen. So. Okay. Ihr Militär sein hier. So, jetzt aber hoffentlich. Also, ich mache es jetzt ein bisschen anders. Ich schicke die in den Wald und die hier weiter nach unten. Ich räume nochmal. Nein, räumen, gruppieren. Die in den Wald und die noch weiter nach unten. Und von denen, die splitte ich jetzt auch noch ein bisschen auf. Na, ach Mann. Das wollte ich nicht. Nochmal, die Gruppe hier nach unten. Richtig nach unten. Weiter runter. Weiter runter geht nicht. Und die einzeln, die würde ich mir gerne einzeln nehmen. Ja, und da abstellen. Jetzt. Genau. Ich weiß, dass es Ärger geben wird. Es gibt immer Ärger. Okay. Ja. Gut, das ist doch mal eine bessere Ausgangslage. Ja. So, jetzt kann ich alle noch positionieren in Ruhe. Ja. Ja, hier. Ja, ich höre. Ja. Oui. So wie ich mir das bin bereit wünsche. Ja, hier. Ja? Verstanden. Ja, hier. Oui, c'est bon. Si. Comprendido. Sí. Yep. Ja. Sí. Ja, hier. Ja. Sí. Yep. Sí. Ja. Okay. Ja. Bin bereit? Ja. Sie. Schade, dass ich Dimitri nicht dabei habe. Oui. Ja. Er ist tatsächlich von der Treffsicherheit noch schlechter als Flo. Deswegen habe ich ihn eigentlich als Backup zur Verarztung hinten. Okay, gut, Stitz. Ja. Ja, lock ich sie an. Ja, hier. Und zwar mit Biff.
Denn Liv steht in der Mitte. Armeen des Feindes. Und jetzt geht's los. Okay. Jetzt sehe ich schon mal drei. Einer ist getroffen. Ja. Er sieht nur einen, warum auch immer. Schade. Ja. Gleich mal Scharfschützengewehr. Er sieht tatsächlich nicht gut. Es ist weiterhin nur der eine. Dafür nehmen wir den gleich aus dem Rennen. Stark. Für den Anfang nicht schlecht. Biff soll mal auf Beobachtungsposition sein. Und sie auch. Und er auch. Ja. Bin bereit. Da, ja, Fox. Ach, habe ich jetzt gar nicht die Möglichkeit. Schade. Sie. Erb. Die beiden ebenso. Und dann warten wir mal, was da kommt. Ach so, sie sieht ihn auch schon. Dann nutzen wir die Gelegenheit. Und zecken ihn schon mal an. Gut. Da ist der Feind. Seh. Unterbrechung für Carlos, die kann er leider nicht nutzen. Der ist der Verwundete, der ist der, der rausgelaufen ist und wieder rein. Nee, der ist der, der gerade kommt. Ja, hier. Jetzt hat Biff noch eine Unterbrechung. Die kann er nutzen. Trifft halt leider nicht. Ja, hier. Gut. Ja, Biff bleibt aufmerksam, würde ich sagen. Oui. Als sie sich wieder blicken lassen. Ja. Jetzt sind sie erstmal nicht zu sehen. Gumpy kann mit seinem Scharfschützengewehr den gut treffen. Sehr schön. Sehr gut gemacht. Carlos versucht ihn mal hier zu treffen. Das war leider... Beides daneben. Ja. Grizzly. Der ist halt gesund. Ich gebe ihm jetzt die Granate da rein. Das so machen, aber ich glaube, das ist zu weit weg. Wäre nicht zu weit weg gewesen. Hätte ich doch in die Mitte feuern können. Gut. Das hat sich gelohnt. Die ist halt auch wirklich High Explosive, anscheinend. Die Granate. Okay, das war gut. Der ist jetzt erstmal betäubt. Der andere ist zurückgeflogen und hat viele Aktionspunkte verloren. Gehen wir gut in die nächste Runde, denke ich. Caramba! Ich stecke tief in Maultierhaufen. Sie. Ich stecke tief in Maultierhaufen. So, da wo du lang schaust, siehst du nichts, Miguel. Wir schauen mal hier lang und gucken, ob wir dann besser dastehen. Viel besser. Hm.
Schön. Schön, guter Treffer. Erb. Auch sie sieht leider da nichts. Schauen wir auch hier lang. Und dann sieht es schon wieder viel besser aus. Ich glaube, den können wir erstmal unbeachtet lassen. Leider nicht getroffen. Bin bereit. So, Fox kann halt hier nicht wirklich was machen. Sie muss die Pistole ablegen. Und braucht auch das Scharfschützengewehr. Ist sie nicht wirklich handlungsfähig. Leider auch nicht getroffen. Ja, hier. Er sieht Biff ihn jetzt wieder, weil er sich hingehockt hat. Versuchen wir es zweimal. Ja, klasse. Ja, klasse, Biff. Ja, super. Oui. Okay, wir sind weiter aufmerksam mit Flo. Ja. Gumpy sieht den da hinten. Oh. Mhm. Super. Sie. Ja. Erledigt. Sie. Und Carlos sieht den anscheinend noch. Hat aber nicht wirklich. Bringt keine Verbesserung mehr. Der hat, ich glaube, das ist eine Stadttarnung, die er da drauf hat. Könnte ja bei denen noch Waldtarn drauf machen. Ja. Die Stadttarnung bringt ihm halt hier keinen Vorteil. Ja, hier. Damit ist er auf der Straße weniger gut sichtbar. Die haben ja auch alle gar keine Tarnkits dabei. Sie. Ja, hol mal Verstärkung, würde ich sagen. Danke für die Erinnerung. Ja. Das muss man tatsächlich. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Schade, Grizzly. Ja? Die gute alte Grizzly-Krankheit. Ja, das nutzt nichts. Caramba! Der bleibt sichtbar. Das ist gut. Ja? Ja. Okay. Sehe tatsächlich nur den einen. Ja, hier. Bin bereit. Erb. Na, da sieht man, die Scharfschützengewehre mit dieser Riesenreichweite wäre dann schon cooler. Hat er hat auf jeden Fall auch mehr. 61. Was haben die beiden? 75 eigentlich. Ah, das liegt dann wahrscheinlich auch am Scharfschützen, am Zielfernrohr. Oui. Ja. Achso, der sieht eigentlich auch ganz gut. Hey. Muss aber warten. Carlos sieht den. Muss aber nachladen. Aber sieht auch schon sehr gut aus. Schade. Ja. Na, dann kommt mal. Ja. Der Gumpy kriegt die Unterbrechung. Die soll er natürlich nutzen. Schön, Gumpy. Ist zwar nicht so wichtig, einen, der wegrennt, für den Moment zumindest, zu beschießen, aber ja, lieber diejenigen, die kommen. Bin bereit. Ah, ich hätte bei Fox schon nachladen sollen. Jetzt ist es zu spät. Dafür trifft sie dann aber auch nicht. Sie. Auch bei Miguel hätte ich nachladen sollen. Er trifft aber. Yep.
Box und Miguel merken wir uns. Der letzte bringt keinen Vorteil mehr. Sehr schön. Soldaten von Herrin. Ja? Der hat Flecktarn. Den sieht man also schlechter. Ja? Ja? Okay, also ich bin immer noch... Bin bereit. Schwer im Vorteil mit meiner Reichweite, weil die anscheinend keine Scharfschützengewehre haben. Die Gegner. Sehr gut. Ja. Bring ihn mal ein bisschen näher ran. Ja. Der wird noch gesehen von Sie. Carlos. Sie natürlich. Er muss aber erstmal nachladen. Das heißt, da geht nichts mehr. Ja, hier. Schauen wir nochmal die, ja, die Waffen durch. Bin bereit. Erb. Sind jetzt geladen, oder? Sie. Ne, jetzt sind sie geladen. Sie. Also, Carlos. Wir versuchen es, bevor der gefährlich wird. Getroffen? Ja. Gambi kriegt auch noch eine Chance. Gambi trifft. 55 Trefferwahrscheinlichkeit. Caramba. Es lohnt sich schon einfach, auch gute Waffen zu haben. Caramba. Caramba. Ja? Sind alle ruckzuck wieder verschwunden. Sie. Können leider nicht viel machen. Ja. Ja? Ja, hier. Sieht noch jemand irgendwen? Nee, nur Carlos. Bin bereit. Erb. Sie. Ja? Gut. Sollen sie kommen? Sie. Miguel, deine Chance. Sehr gut, Miguel. Kann auch direkt nachladen. Hat sich gelohnt, vorher nachzuladen. Das versuche ich jetzt. Klappt. Ja. Gambi. Gambi trifft doch immer. Dieser Gambi. Caramba. Ja. Gambi soll, sollte echt ins Profi-Team wechseln. So, Gambi. Der ist stark, der ist jetzt hier verletzt. Dann nehmen wir uns lieber erstmal den Starken vor. Den sieht Gambi nicht. Also sie natürlich. Für den Anfang nicht schlecht. Ja, Gambi. Gewinnt an Treffsicherheit. Weil er ist halt auch ein weiser Mensch. Sie. Sieht zwar noch nicht so weise aus, aber hat auf jeden Fall den Skill. Ah, schade. Bin bereit. Jetzt gucken sie in die falsche Richtung. Gucken sie beide in die falsche Richtung. Wir schauen mal, ob wir da hingucken können. Ja, jetzt sieht sie den, aber... Ach, das geht sogar noch. Gut. Bin bereit. Tatsächlich ist dieses Gewehr echt gut, das Springfield. Weil es nicht so viel AP hat wie die anderen. Also tatsächlich die gleiche AP-Zahl, aber scheint irgendwie weniger schwierig zu sein, damit zu schießen. Oh.
Der stirbt. Ja, hier. Läuft ja wie am Schnürchen. Ja. Geht leider nicht mehr. Seh. Er muss erstmal nachladen. Ist okay. Schlaf schön. Ja. Jetzt kriegt Grizzly eine Unterbrechung, weil der nah genug dran ist. Grizzly trifft leider nicht. Auch beim zweiten Mal nicht. Sah eigentlich beides gut aus, aber... Seh. Jetzt gebe ich die Carlos. Ah. Und Carlos trifft. Caramba. Der ist noch in Ordnung. Noch unverletzt. Können wir aber jetzt erstmal nichts gegen machen. Der mit der Stadttarnung ist verletzt und haut wieder ab. Das ist so. Die sind jetzt beide schlecht. Dann können wir versuchen, beide gleichermaßen zu attackieren. Geht doch, Grizzly. So, wer kann denn die noch sehen? Bin bereit. Jetzt eben wieder nicht mehr, ne? Yep. Ist echt eine blöde Position. Ja, hier. Ja. Such's mit. Ne, Gambi hat ja schon. Ja. Also nur noch Carlos. Lass mal Carlos nur nachladen. Die sind ja beide schon gut angeditscht. Und es sind auch nur noch 5. Läuft gut. Warum weiß ich denn jetzt, dass da so... Also diese Anzahl an Gegnern ist... Vorhin waren das immer noch Fragezeichen. Okay. Bin bereit. Also, das... Ach, schade. Ich bin ja nicht aufgepasst und wieder nicht vorher nachgeladen. Sie. Sehr gut. Der kam jetzt neu dazu, ist jetzt auch verletzt. Den hatte ich bisher noch nicht getroffen. Dieser mit der Stadttarnung ist auch verletzt, der ist auch verwundet. Der ist jetzt hier noch gesund, aber nicht mehr stark. Die sind beide verletzt. Ich glaube, hier steht noch ein dritter. Ein fünfter natürlich. Dann. Hier in den Torso von dem. Ja. Die Zieh. Das war nix. Seh. Ich lass Carlos mal bereit. Yep. Seh. Der andere Trupp. Ja. Gumpy sieht ihn. Ja, dann soll Gumpy das lieber machen. Seh. Genau, jetzt ist Carlos noch bereit und kann auf den schießen. Caramba. Leider nicht geklappt. Yep. Jetzt wollen sie weg. Wollen wir natürlich nicht weg, dass sie weggehen? Yep. Ja. Wie weit kommt denn das Ding? Oh, das reicht doch bis da. Machen das mal. Das
Es hat, glaube ich, mehr als einen getroffen. Das ist eine sehr schöne Munition, stelle ich gerade fest. Okay. So, sonst sehe ich erstmal nichts. Der wurde auch getroffen. Carlos. Ich hab wieder das Nachladen vergessen, glaube ich, oder? Leider nicht. Sie. Eine Unterbrechung für Miguel. Sie. Carlos und Ira. Yep. Okay. Das gefällt mir. Mir auch. Yep. Okay, ich sehe zwei. Sie. Beide verwundet. Wir versuchen's. Der ging durch den Baum durch. Dadurch keinen großen Schaden. Aber AP-Abzug. Ja. Das gleiche Problem. Sie. Ja, nicht schlimm. So. Sie. Er kann nachladen. Bin bereit. Fuchs hat schon nachgeladen. Gut, Ira muss nicht nachladen. Ja. Eine Unterbrechung für Gumpy können wir leider nicht nutzen. Ja. So. Schlecht und verwundet. Nehmen wir den Verwundeten. Das lohnt aber nicht. Ja. Jetzt kriegt Gumpy eine Unterbrechung. Das können wir machen. Gumpy trifft. Gumpy, unser... Habe ich den Kommandeur gleich als erstes erwischt? Echt? Jetzt laufen sie rum wie aufgeschreckte Hühner. Nur noch. Und deshalb nicht mehr zu gebrauchen. Darauf habe ich nicht geachtet. Das hier sind Lieutenant, Hauptmann, Leutnant, Hauptmann... Den hat's erledigt. Ja? Den müsste er eigentlich sehen. Sie. Der ist auch Hauptmann. War Hauptmann, meine ich. Habe ich nicht präzise genug ausgedrückt. Sie. Sie. So, Carlos. Ich müsse nachladen googeln. Sie. Bin bereit. Yep. Ja. Der hier ist einer, der noch stirbt. Und einer weiß ich nicht, wo der ist. Einer fehlt noch. Yep. Einer ist irgendwo. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon gesehen habe. Yep. Bin ich außerhalb des Kampfes? Yeah. So, Carlos muss auch richtig nachladen. Carlos hat auch dann keine Munition mehr. Für seine Styre. Ja. Ja? Irgendjemand leidet? Ja. Gut, ja. Wir schauen mal durch. Bin bereit.
Sie. Erb. Ja? Oui? Okay. Ja. Ja? Bin bereit. Erb. Gut, sind alle erstmal nachgeladen. Dann würde ich sagen, nehme ich mir alle. Ja. Nee, alle auf Schleichen, alle aufstehen. Dann gehe ich mal nach vorne. Ich weiß nicht, ob ich den anderen schon getroffen hatte. Jawohl. Oder ob ich den noch gar nicht gesehen habe. Wenn ich ihn noch gar nicht gesehen habe, könnte das ungünstig sein. Ja, höre. Da drüben. Was sein dort? Da sein etwas. Was sein dort? Was sein dort? Ja, ich höre. Ob das wohl brauchbar ist? Okay. Ja, höre. Sehe hier nicht noch ein... Ob das wohl brauchbar ist? Schwerverletzter sein? Ich werde schlauer. Armeen des Feindes. Stattdessen haben wir da noch einen Unverletzten. Das ist der. Der ist der dann ist der andere gestorben. Nehme ich an. Der wird gestorben sein. Der, den ich schon... Der schon auf stirbt war. So, Carlos ist jetzt ungedeckt. Ja, wir machen das hier hinter den kleinen Busch. Dann versuchen wir mal einen Schuss. Nicht getroffen. Ja, hier. Wenn der jetzt angerannt kommt, ist Biff schon mal bereit? Ja. Bereit ist Boy Alive? Und Grizzly ist auch bereit. Er sieht ihn schon fast. Sonst bin bereit. Fox ist auch schon bereit, sagt sie. Sie sieht ihn aber nicht. Zu viele. Ja. Erb. Zu viel Zeug im Weg. Gleiche gilt für Ira. Wo ist denn Gumpy? Der kann ja hier auf die gleiche Art und Weise. Ja. Noch mit Scharfschützen. Wo ist denn Gumpy? Oui? Sie. Ich verteile die so ein bisschen, damit sie nicht. Falls er jetzt angerannt kommt und mit Granaten wirft oder mit Mörsern schießt oder sowas, dass die dann nicht alle aufeinander hocken. Ja? Ach, da ist Gumpy. Der ist so gut getarnt. Hinter dem Baum. Nutzen wir die Chance, dass Gumpy ihn auch sieht. Schade. Ja. Ja, jetzt gibt es die Unterbrechung für Grizzly. Hatte ich ja schon gesagt, dass der ihn schon fast sieht. Schießen einfach zweimal, weil... Bin bereit. Das ist ja ganz schön gefährlich. Wer weiß, ob er Granaten wirft, dass... Sollte ihn stoppen. Bin bereit. Ist er verschwunden? Nein. Dann müsste ich auch mit einer AK Caramba. Feuern können. Ist nah genug. Ja, hier.
Ja. Okay, schade. Ja, hier. Ja. Muss das Gumpy wieder regeln. Gumpy sieht ihn nicht so richtig. Unterbrechung kriegt der nicht mehr. Der sieht ihn ja schon. Die anderen waren schon. Sie. Miguel zielt noch gar nicht. Soll er das mal machen? Er kann noch eine Unterbrechung bekommen. Ja, hier. Und da bekommt Biff und Fox eine. Okay, es geht. Auf den letzten kommt es nicht mehr an. Dann soll er lieber zweimal schießen und einmal treffen. Und Fox auch. Bin bereit. Da ist Fox. Yes! Soeben haben wir die Notaufnahme leergeräumt und das Leichenschauhaus aufgefüllt. Gutes Gefühl. Es lohnt sich, aufzupassen. Speichern, sagt er. Tja, zu spät zum Speichern. Jetzt kann ich hinterher speichern. Tja, Fox ist jetzt Erfahrungsstufe 7. Gucken, was hier... Ach. Erstmal die Rucksäcke wieder aufheben. Ja. Teures Mädel, auf jeden Fall. Da liegt ihre Pistole rum. Machen wir über die Ansicht. Okay, Fox. Auf jeden Fall ist sie teuer. So. Ungezogene meinte, dass diese Matchvisiere auch auf die anderen Waffen gehen, aber scheint nicht auf alle. Gut. Gehen wir erstmal die Leute durch und sorgen dafür, dass die wieder ausgerüstet sind. Wieder aufgefüllt sind. Fuchs hat keinen Schuss abgegeben. Leider. Ach, Fox. Flo, natürlich. Flo hat keinen Schuss abgegeben. Können wir auch mitnehmen. So, er hat da die Leuchtspurmunition drin. Das nutzt mir gerade wenig. ...42 Rounds, ein exotisches Magazin. Ach, die Dinger habe ich hier für das Scharfschützengewehr. Das ist ja auch gut. Hier kann ich das Magazin auch voll machen wieder. Ich glaube, da hatte ich auch noch andere von. Genau. Das ist auch die Munition. Die falsche rausgenommen. Ich habe die falsche rausgenommen. Genau. Er hat doch eigentlich auch gefeuert.
Ja, ich weiß. Okay. Dann bin ich alle einmal durch. Dann schaue ich mal, wer noch Öhrchen brauchen könnte. Vince und Carlos. Carlos hat Priorität. Die sind nicht mehr so gut. Die Hosen sind allerdings besser als die zum Beispiel. So. Dann haben wir die Munition für das Scharfschützengewehr. Die nimmt irgendjemand mit, der mit Chris wieder zusammenkommt. Das sollte Fox zum Beispiel sein. Die hat hier auch noch... Ach so, das ist ihre... Da hat sie keine gute Tasche. Ein Schalldämpfer. Für eine Pistole. Naja, das ist halt nicht so gut. Hier kriege ich die Pistole nicht mehr aus dem Holster raus dann. Aus dem Holster kriege ich es auch nicht raus. Er hat sogar noch eins übrig. Ja, das sind Pistolenschalldämpfer. Für seine Pistole zum Beispiel. Dann machen wir das Kaputte drauf, dann wird die mit repariert. Halt. Auf die Desert Eagle geht es nicht drauf. Und hier kriege ich dann wieder Probleme mit dem Holster, schätze ich. Ja. Nicht entladen. Und dann bin ich, glaube ich, durch. Oder? Ah, die hat ein MP-Holster und nur das drauf. Na, dann machen wir so. Okay, dann haben wir ein Laserpointer. Das wäre doch was für... Sie ist schon versorgt. Das wäre doch was für die Scharfschützen-Fraktion. Er hat wahrscheinlich auch schon was drauf. Nee, hat er nicht. Dabei hat er so gut geschossen. Erstaunlich. Ira hat noch keinen Laserpointer. Kriegt sie ein. Dann haben wir... Das ist davon. Das ist doch ein Maschinengewehr. FN Mag. Dieses MG wurde Anfang der 50er Jahre entwickelt und befindet sich heute noch weltweit im Einsatz. Nicht schlecht, würde ich sagen. Das Maschinengewehr. Nur ein Zweifach. Ja, da ist es besser aufgehoben. Biff hat keinen... Da sind ja noch mehr. Ohne Ticket, ohne Fahrschein. Was die Gasmaske anbetrifft, tatsächlich doch nur Biff. So, Grizzly hat 2 Granaten verschossen. Er kriegt da auch wieder neue dazu. Tauschen wir mal Heile gegen Kaputt, dann können die repariert werden.
Ah, die passen da eh alle rein. Dann ist die Sorge auf... Oh, eine gute Weste. Karl, das ist auch noch ohne Protektoren. Und wir brauchten auch noch eine gute Weste hier bei irgendjemanden. Bei Fox. Ja. Das. Sehr gut. So, hier müsste ich noch auffüllen. Aber das mache ich dann, wenn ich die Weste anhab. Sehr schön. Das ist auch bitter nötig. Würde ich mal behaupten, dass sie mal ein bisschen Platz im Inventar hat. Also sie schießt ja vor allem die Munition. Muss ich mal sagen. Machen wir lieber davon noch mehr rein. Also was heißt vor allem, sie schießt schon ziemlich viel von der... Verschießt schon ziemlich viel von dieser Munition. Weil sie halt meistens nicht nah genug dran ist für die andere Waffe. Okay. Genau, dann machen wir das lieber so. Okay, und jetzt haben wir auch noch Platz für... Medizinpack zum Beispiel hat sie nämlich gar nicht. Komischerweise. Und hier ist noch ein Granatwerfer. Für den Grenadier in meinem Team. Leichter klappbare Granatwerfer. Ja. Den werde ich nur reparieren. Das FN-Mac werde ich vielleicht tatsächlich einsetzen. Ich denke mal, das ist die Munition dafür. So ist es. So, mitnehmen muss ich aber irgendwie alles, um es dann zu verkaufen. Na, schauen wir mal, was wir wie wo unterkriegen. Genau, die Flasche sollte sie ja noch nehmen. Sie brauchen besseres Holster. So, aber ich würde sagen, angesichts der Zeit, ach, das Medipack, genau. Angesichts der Zeit würde ich sagen, mache ich jetzt an der Stelle Schluss. Und dieses Aufräumen, das würde ich dann wieder offscreen machen und rüberbringen. Das war jetzt, denke ich, erstmal das erste Angriffsteam. Vielleicht war es auch das gesamte Angriffsteam, was mich jetzt erwartet hat. Wenn das so war, dann war das jetzt, ehrlich gesagt, Daydrunner, das waren nicht so viele. Daydrunner, das waren nicht so viele. Da hätte ich mehr erwartet. Ich hatte hier schon ganz andere Schlachten, wo alles voll war, alles voller Gegner. Tyrawal, vielen Dank für deine 42 Bits. Wieder einmal, vielen Dank für die Unterstützung. Ich wollte mal gerade gucken, ob der Freakman mir schon geschrieben hat, hat er noch nicht. Von daher schreib mir gerne noch. Schreib mir mal erstmal. Dann können wir noch abstimmen, ob wir sprechen. Onata, schön, dass du auch da warst. Ich wünsche euch einen schönen Samstagabend und einen schönen Sonntag. Genau, wir treffen uns jetzt mit Freunden, spielen Andor. Wenn wir dazu kommen sollten, aber ich denke schon. Das wird wieder sehr viel Spaß machen. Und dann
sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Bits, vielen Dank für die vielen Kommentare. Es hat Spaß gemacht. Ich mache das wieder offscreen mit dem Aufsammeln und ich weiß sogar schon, was hier liegt, weil da meine Miliz war. Interessant. Ja, und wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Ich raid jetzt nicht, weil dauert mir jetzt zu lang. Von daher, guckt mal, ob ihr noch was Schönes gucken könnt. Ich glaube, heute Abend sind Josie und Pi wieder da. Viel Spaß euch dabei. Und dann macht's gut. Ciao. Na, vielleicht werde ich doch. Ist gerade ein Musiker online. Aber nur er. Von daher, falls ihr zwischendurch noch ein bisschen Musik hören wollt, der rockt. Ciao.